Hallo Claudia, schön, dass es geklappt hat, dass wir heute ein Interview machen dürfen. Hallo Markus. Also für die, die jetzt nicht wissen, wer die Claudia ist G-Jugendtrainer bei Eintracht Falkensee aus Berlin-Brandenburg und Berlin-Brandenburg ist ja schon ziemlich weit mit der Fanjul-Liga. Deshalb Ja. stelle ich gleich meine erste Frage, Claudia. Wie habt ihr die Trainer, Jugendleiter von Faninho in Berlin-Brandenburg überzeugt? Das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Das werden wir doch auch immer wieder gefragt, weil es ist, glaube ich, das Allerschwierigste, wenn man mit dem Wort Fonino schon alleine irgendwo ankommt. Ich muss da mal ganz kurz ausholen. Ich selbst bin mit meinem Kollegen, dem Martin Gründel, der ist auch ganz bekannt bei uns, zu dem Matthias Lochmann, zu dem Professor Dr. Matthias Lochmann, mal zu einer Fortbildung nach Jena, zu Carl Zeiss Jena gefahren. Und da haben wir das erste Mal gesehen und kennengelernt. Haben wir als 7 gegen 7 gesehen, 24 Kinder mussten sich selbst organisieren. Saßen natürlich viele draußen und dann hat er gesagt, so, jetzt spielen wir mal Fonino, das waren dann drei Felder und dann sind die geswitcht und auf einmal sind alle 24 Kinder verteilt gewesen und haben parallel gespielt und ich dachte so, boah, was ist das denn? Und dann habe ich noch die Gesichter der Kinder gesehen, wie geil die das fanden und wie die gestrahlt haben und dann hat uns ein Gewitter echt diese Fortbildung leider vorzeitig beendet und dann sind wir nach Hause gefahren, mitten in einem Sauwetter. Und wir haben einfach nur, was ist das? Das ist ja total genial. Einfach diese Kinder, die haben mich erstmal überzeugt, das ist einfach ein cooles Konzept. Ich habe von all meinen Trainern, bei meinem Verein, freudestrahlend erzählt. Ich habe die, glaube ich, total zugetextet. Die wollten davon gar nichts hören. Lass mich damit in Ruhe. Und ich glaube, die haben sich auch total belegt gefühlt von mir, weil ich so begeistert war und ich die wirklich zugetextet habe. Musste dann irgendwann damit aufhören, weil die wollten das einfach überhaupt gar nicht hören. Im Prinzip haben Martin und ich einfach mit unseren Kindern damals, hat man eine andere Jugend, ich glaube, das waren die 2010er und 2009er, oder, ja, ich glaube, so müsste das gewesen sein, haben wir einfach losgelegt. Wir haben das mal getestet, wir haben das mal ausprobiert, haben mal versucht, so kleine Mini-Festivals zu veranstalten mit so ein paar Leuten, die sich irgendwie getraut haben, also was ganz Kontroverses und was ist das denn mal auszuprobieren, lief auch ganz viel schief am Anfang. Und das war dann aber so, dass man sich verbessert hat. Den Kindern hat es mehr Spaß gemacht. Das lief nachher viel einfacher. Dann haben wir gesagt, komm, wir machen jetzt mal so eine Pilotliga. Wir probieren das mal aus. Und Martin war auch ganz, ganz nah immer bei bei uns heißt das Kreisjugendausschuss. Ich weiß gar nicht, ob das bei euch auch so heißt. Und hat da den Chef immer belegt. Ne? Der soll doch mal gucken kommen. Der soll sich das angucken. Das ist so toll und für die Kinder. Und es ist viel mehr Kinderfußball und bla, bla, bla. Im Prinzip haben wir nachher die Leute wirklich gar nicht mehr versucht zu überzeugen, weil wir haben wirklich gemerkt, der Widerstand war unglaublich groß. Und wir haben einfach gemacht. Wir haben wirklich einfach gemacht. Unser Verein hat uns das erlaubt. Wir hatten da völlig freie Hand. Wir sind ein sehr junger Verein. Wir werden dieses Jahr erst 7 oder 8, warte mal. 7, genau. Und dadurch konnten wir das einfach tun. Und dann haben wir echt auch entschieden, so pass auf zur neuen Saison. Wir melden unsere Kinder komplett ab von diesem doofen Spielbetrieb. Immer Tränen geflossen, war immer doof, immer hohe Punktzahl verloren in der G-Jugend damals. Und dann haben wir gesagt, nee, komm, wir ziehen das jetzt als parallelen Spielbetrieb auf. Den KJA hatten wir dann hinter uns. Komm, mach das doch einfach. Ist ein Pilotprojekt, dann kriegen wir das durch. Und dann haben wir dann das erste Jahr Funino Festivals gespielt im Spielbetrieb. Also für uns ist das ja unser Spielbetrieb, deshalb sage ich das jetzt mal einfach so. Da sind wir sonst wohin gefahren. Also wir sind wirklich in andere Brandenburger Kreise gefahren. Wir sind mitten nach Berlin gefahren. Das ist schon ziemlich weit. Das ist immer ein ganz schöner Weg. Kann man immer gar nicht so vergleichen. Ich weiß nicht, wie eng das bei euch ist oder wie weit. Es waren echt, also wir waren über eine Stunde manchmal unterwegs dafür, dass wir dann da so 7 mal 7 Minuten gespielt haben. Ne? Und dann hat man so Leute kennengelernt, andere Trainer, die das auch mal ausprobiert haben. Und die, die dabei waren, die meisten sind alle nach Hause gefahren mit den Kindern, mit den Eltern und waren unglaublich begeistert. Die Kinder haben alle ein Tor geschossen, die Kinder haben alle gespielt, es musste überhaupt niemand aussortiert werden. Und das hat einfach die Eltern, Trainer und Kinder überzeugt. Von ganz alleine. Also ich musste da gar nicht so viel machen. Ich habe auch gemerkt, die so Kritiker sind, die nicht überzeugt werden wollen, weil sie. Naja, sie wissen es halt besser und das ist ja alles scheiße, das ist ja kein Fußball. Die haben wir einfach links liegen lassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Die haben wir dann auch nicht mehr eingeladen, die haben dann eh gestört immer bei den Festivals. Wir haben uns wirklich immer wieder mit denen getroffen, die so
mit einem Lächeln und mit einer Begeisterung gekommen sind. Wir sind so unglaublich gewachsen. Das erste Jahr war noch so ein bisschen, naja, verhaltener. Ne? Da waren dann die Festivals auch mal kleiner, hatten wir nur mal 6 Felder oder so. Und das zweite Jahr ist dann schon echt für uns wie explodiert. Man darf es natürlich nicht vergleichen mit dem richtigen Spielbetrieb. Da sind viel mehr Mannschaften, da haben wir noch einen Weg vor uns. Aber es hat unglaublich Spaß gemacht. Also eigentlich, wie habe ich die anderen überzeugt? Gar nicht. Immer mitmachen lassen, wirklich selber mitmachen, selber gucken. Wenn ich ein paar Brülltrainer noch dabei hatte am Anfang, ist auch immer einer von uns mal rumgegangen mit den Regeln. Hat die dann so ein bisschen nett angesprochen. Oder, wenn das so ein großer Mann, ich bin eine sehr kleine Frau, eine sehr kleine Trainerin. Ja, muss ich mir auch den Respekt verschaffen. Und dann fasse ich die auch gerne mal den Arm an. Dann, dass sie erstmal so einen Fokus auf mich auch setzen, ne? Und ich kann dann auch ein bisschen vehementer sprechen und ich weiß nicht warum, aber hat sich dann auch mal einer bei mir später bedankt. Der ist mir dann nämlich mal zur Seite gesprungen, als ich mal einen wirklich nicht mehr überzeugen konnte. Der hat die Kinder mal angebrüllt und der meinte dann, was willst du denn jetzt von mir? Und ne. Dann kam mir so ein anderer zur Seite, der früher sehr laut war. Ja, das sind hier die Regeln und du hältst dich da bitte auch dran. Ich habe das hier auch gelernt. Man ist hier ruhig, man lässt hier die Kinder alleine spielen. Und schau dir doch an, was sie dir alles präsentieren, wie pfiffig die sind, was die auf einmal zeigen. Es ist einfach jedes Mal wieder eine Krönung für den Trainer zu schauen, was die Kinder sich wieder Neues ausgedacht haben, wie die sich weiterentwickelt haben, einfach nur zuzuschauen. Der hat sich echt dann bedankt. Ne? Er meinte, danke, dass du damals mich genauso angesprochen hast. Der genießt das jetzt richtig. Ne? Also das war schon ein sehr nettes Kompliment. Obwohl das nicht immer so einfach ist, wenn du da so ein Havarie-springenden Trainer hast. Ne? Die sind ja teilweise doch sehr emotional. Aber das klappt gut. Ansprechen, das sind die Regeln. Lasst auch die Kinder einfach nur spielen. Okay, du hast jetzt gerade schon ziemlich viel erzählt. Super, gefällt mir auch wunderbar. Meine nächste Frage wäre gewesen, welche Rückmeldungen erhaltet ihr von den Teilnehmern, also von den Kindern, von den Trainern, von den Eltern? Du hast jetzt schon einige gerade gesagt. Fallen dir noch 1, 2 weitere ein? Ja, ich weiß noch, am Anfang war das für viele so komisch, ne? Und dann, man steckt ja noch so in dem alten Spielbetrieb drin und nee, das ist ja doof und was soll denn das? Was sollen denn die kleinen Tore hier und so, ne? Und dann, ich weiß nicht, Martin hatte mir das irgendwann mal erzählt, die sind ja dann ins Fußball 5 nachher gewechselt zu den größeren Turnieren, auch gefragt, Martin, können wir nicht nochmal mit den kleinen Toren spielen? Das macht doch viel mehr Spaß. Man schießt auch einfach mehr Tore, ne? Dadurch, dass man 4 hat, fällt mir noch ein anderer Kommentar ein. Das heißt, die Kinder selber haben die kleinen Tore gefordert, weil sie gesagt haben, da schieße ich einfach mehr Tore. Na, du hast in diesen 3-gegen-3 Spielen einfach mehr Aktionen. Also die Kinder kommen einfach viel öfter an den Ball. Ne? Und sie konnten sich dadurch selber viel mehr zeigen. Jetzt auf den Feldern, wo wir ja 4-1 gegen 4-1 spielen, das ist schon ein Unterschied. Also das ist schon ein anderes Spiel, was man jetzt so sieht. Da fallen auch tatsächlich viel weniger Tore. Da müssen sie halt jetzt ja andere Lösungen finden wieder. Ja, und das die 3-gegen-3, die waren eben wahnsinnig schnell nachher, wenn sie dann die ältere Jugend waren, die das gespielt haben. Was kann ich sonst noch? Ich überlege gerade. Ja, eigentlich war ich immer sehr, sehr begeistert, dass die, wenn sie dann teilgenommen haben und wir dann die Trainer überzeugen konnten, oder als wir sie einfach mal eingeladen haben, dass sie sich danach wirklich auch bedankt haben und viele auch gekommen sind. Das ist echt toll. Auch die Organisation, dabei machen wir ja gar nichts auf den Festivals, aber dass es so von alleine läuft. Ne? Aufstieg, Abstieg, die Kinder gewinnen, die Kinder verlieren. Die sind freudestrahlend nach Hause gegangen. Ich glaube, es hat sich jeder immer gemeldet bei den Toren, selbst wenn sie vielleicht doch mal eins nicht geschossen haben, gerade die Jüngeren. Aber nein, sind aber alle sehr begeistert nach Hause gegangen. Auch wenn sie mal ein Spiel verloren haben tatsächlich. Das haben die sehr gut wegstecken können. Und das Melden hat natürlich bei den Eltern auch ein Strahlen ins Gesicht gebracht wahrscheinlich. Wir haben Laoda-Wellen, wir haben Applaus gefordert, wir haben auch oft gesagt, Kinder, habt ihr was gehört? Das ist doch hier kein Applaus für so viele Tore. Also wir nutzen das dann auch immer so ein bisschen als Plattform. Ne? Und die Eltern, natürlich haben sie das gefeiert. Auf jeden Fall. Ja. Sehr schön. Sorry. Sehr schön. Du hast es gerade auch schon angesprochen. Ihr macht auch den Fußball 5. Und das Faninho natürlich weiterhin. Was glaubst du, wie wird sich das zukünftig bei euch entwickeln? Tja, also Fußball 5 war jetzt unser erstes Pilotjahr. Haben wir schon die Erfahrung gemacht, die ersten sind immer so ein bisschen schwieriger, weil es ja Neuland und erstmal traut sich noch keiner. Da hatten wir auch wieder weniger Teilnehmer, waren dann doch immer so ein bisschen die gleichen. Wir haben jetzt die Hoffnung, dass im zweiten Jahr dann wieder mehr dazukommen, dass es wieder ein bisschen voller wird in den Festivals.
Ja, erfahrungsgemäß ist es leider so, so 2009, 2010 ist bei uns so ein bisschen der Jahrgang, wo sich das splittet. Die 2009er kriegen wir schwierig in diesen alternativen Spielbetrieb. Irgendwie fehlt da so ein bisschen die Begeisterung. Sie hecheln immer noch diesen Wettbewerbsgewinnen und ich kann ja Staffelsieger werden hinterher. Wir haben auch noch keine Idee so richtig gehabt, wie wir da so einen Gegenpart zu erzeugen können, von wegen, weiß ich nicht, Fairness-Pokal oder kreativste Mannschaft. Also wir haben ja schon versucht, nach Dingen zu suchen, dass man auch in dem alternativen Spielbetrieb mehr anbieten kann. Aber wir sind jetzt guter Dinge. Das zweite Jahr war eigentlich immer das, wo es dann schon ein bisschen mehr von alleine lief. Ich habe jetzt von Berlin gehört, da sind schon ein paar ältere dabei, ältere Mannschaften, die starten jetzt ab Sommer dann schon, also wenn wir denn dürfen, mit Fußball 7, also in der D-Jugend. Die gehen schon jetzt, diesmal preschen sie jetzt hervor und versuchen dann mal pilotmäßig das 7 gegen 7. Wir machen jetzt noch ein Jahr 5 gegen 5 und werden dann hoffentlich auch wieder mit Hinterhand des KJAs, wir hoffen es, die nächste Stufe dann bei uns in Brandenburg danach das Jahr einführen mit dem 7 gegen 7. Das heißt bei euch, dass ihr im ersten E-Jugendjahr 5 gegen 5 und im zweiten E-Jugendjahr schon 7 gegen 7 oder das erst in der D-Jugend? Genau, wir haben immer 2 Jahre. So dass wir noch, wir haben es auch so ein bisschen von der Anzahl der Teilnehmer abhängig gemacht. Wenn jetzt viele zum Beispiel nur mit 5er-Teams kamen, mit 5 Spielern, dann haben wir auch oft ein 4 gegen 4 gespielt, also ein 3-1 gegen 3-1. Ja. Bei den Jüngeren, dann ist die Stufe ein bisschen kleiner. Das fiel vielen wesentlich leichter. Also im Prinzip hat man dann jüngere E-Jugend 4 gegen 4. Und die Älteren, die dann schon weiter waren, da konnte man auch schon locker dann den nächsten wieder mit draufstellen, hat man 5 gegen 5 gehabt. Dann wäre jetzt D-Jugend dann 6 gegen 6. Und die ältere D-Jugend 7 gegen 7 dann in Zukunft. Das klappt super. Also immer ein dazu. Das fällt den Kindern wesentlich leichter in der Übersicht. Das ist schön zu hören, weil das ist nochmal eine Stufe mehr Revolution, sage ich mal, wie wir es in Augsburg geplant haben. Weil wir haben im ersten Jahr dann E-Jugend, versuchen wir dann 5 gegen 5 zukünftig zu spielen. Und drunter Faninho, also 3 gegen 3 oder Fußball 3, wie wir es nennen. Ja, und wir haben es auch so verkauft, sorry, wenn ich dich unterbreche, wir haben es auch unter Fußball 5 verkauft, aber du kriegst manchmal nicht so viele Kinder tatsächlich zusammen. Ne? Und wenn es dann eben nur 5 waren in dem Team, dann haben wir die nicht ausgeschlossen. Und die durchrennen zu lassen, das ist echt anstrengend. Die sind ja doch schnell unterwegs und dann haben wir gesagt, dann spielen wir einfach 4 gegen 4. Die anderen waren einverstanden, die hatten dann halt einen Wechsler mehr. Ja. Und dadurch haben wir quasi so unbewusst noch die Stufe mit dazugepackt, obwohl wir eigentlich das unter Fußball 5 eingeführt hatten. Also war genauso geplant wie bei euch. Das war super. Zufall. Ja. Hört sich gut an und auch man merkt, du bist mit vollem Herzen dabei und es ist das wahre Kinderfußballspiel, das du hier propagierst. Das gefällt mir. Ja, es macht einfach Freude. Also mich haben die Kinder überzeugt, die strahlenden Augen. Und das war's. Das war so das, wo ich gesagt habe, das ist einfach toll. Ich habe ja manchmal, ich habe ja schon ältere Kinder selber und die spielen noch im klassischen Spielbetrieb, weil ich da nie jemanden gefunden habe, der irgendwie auf den Zug mit aufgesprungen ist. Man hat da auch wenig Partner gehabt, die dann vielleicht mitgespielt haben. Und dann kriege ich das ja immer noch so live mit und es ist immer so, naja, es macht wenig Spaß, es ist viel Brutalität, finde ich dabei, viel Aggression. Und dann gehe ich immer gerne zu meinen Festivals mit meinen kleinen Kindern in der Mannschaft. Das sind nicht meine eigenen, sondern einfach meine Fußballkids. Und ich genieße es einfach. Ich genieße einfach diese Freude, diese Zwanglosigkeit, diese Herzlichkeit auch unter den Teilnehmern. Also das ist wirklich so eine Handschlagmentalität so. Sehr, sehr, sehr freundschaftlich. Und das genieße ich auch. Das andere Fußball mag ich auch gar nicht so sehr, muss ich sagen. Und habe wirklich den direkten Vergleich durch meine eigenen Kinder. Deswegen, es ist wirklich einfach eine schöne Geschichte und es passt einfach zum Kinderfußball, ja. Dann sage ich Dankeschön, Claudia, für das kurze Interview. Es hat mir sehr viel Freude gemacht und vielleicht sieht man sich auch mal draußen auf dem Fußballplatz. Ja, wenn wir dann irgendwann wieder dürfen, sind ja alle schon heiß. Die Gruppen sind ja jetzt klein, das ist schon mal schön, nur leider dürfen wir nicht miteinander spielen, aber immerhin. Üben jetzt die Trainer mit kleinen Gruppen? Ich bin ja gute Hoffnung. Ne? Vielleicht ist das gar nicht so schlecht, dass wir jetzt überall mit 5er-Teams trainieren und einen Trainer davon. Na, mal sehen. Mal sehen, was draus wird. Genau, schauen wir mal, was da passiert. Ich danke dir. Danke dir auch. Ciao, ciao.